Meine Freunde, Anni hier. Wir hatten gestern, was ist mit meinem Lars los von einer Hey You oder Hey Two Folge von Julian Mann. Alles weg ist die nächste und wir springen direkt rein. Wenn dir Content gefällt, lass mir doch gerne ein Abo, lass mir gerne ein Like da. Hau mir gerne in die Comment Section rein, ob dir der Content gefällt, weil ich habe da mega Bock drauf irgendwie. Macht das super, super viel Spaß. Check auch gerne mal in meiner Description den Holy Link, wenn du Bock auf Iced Tea Energy oder Hydration hast. Holy ist mein Channel-Partner und unterstützt mich und supportet mich. Also wenn ihr das Ganze unterstützen, supporten wollt, hilft mir enorm auf jeden Fall. Kleiner Shout an dieser Stelle, checkt den Link in der Description und wir springen jetzt direkt rein in die nächste Folge. Alles weg. Ja, Gesichtsgymnastik dann. Es ist mal wieder Zeit, etwas zu verändern, die Algorithmen zu hinterlisten, Neues auszuprobieren, Geschichte zu schreiben. Leute, es ist wieder Zeit für ein neues. Tschüss. Im vorletzten Video. Guck mal hier, hier wird meine Frage beantwortet, die ich hatte. Songs in Real, um genau zu schreiben. Leute, es ist Zeit, etwas zu verändern, die Algorithmen zu hinterlisten, Neues auszuprobieren, Geschichte zu schreiben. Leute, es ist wieder Zeit für ein neues. Im vorletzten Video, Songs in Real, um genau zu sein. Ich hatte ja gestern auch gefragt, wie heißt es Hey You oder Hey Two? Und da habe ich auch gesagt, Hey Two macht ja am meisten Sinn, deswegen Hey Two, okay, cool. Wie gesagt, ich habe die Folgen, falls ihr euch jetzt fragt oder so, weil das ja alles in dieser Chase You-Reihe bei mir auf dem Channel ist, so. Ich farm einfach alle Videos ab, weil ich die echt so geil finde und habe die echt vor kurzem entdeckt. Mein erstes Video war Märchen Assetzal, falls du es nicht gesehen hast, bei mir auf dem Channel. Und da war ich echt hooked, wollte mehr erfahren, habe dann geguckt, okay, welche Videos gibt es noch und so. Dann haben mir super viele Leute von euch da geholfen, eine Playlist zusammenzustellen mit den Videos. Hey Chu gehört jetzt nicht so richtig zu diesem Storytelling dazu, aber irgendwie doch schon, habt ihr gesagt. Und deswegen habe ich es mit reingenommen und ich lasse mich einfach überraschen. Deswegen, wir werden hier ein Potpourri von vielen, vielen Videos von Julian Bam haben und so ein kleines Chase You Kämmerlein, ja, so ein Schatzkämmerlein uns kuratieren, da habe ich Bock drauf. Habe ich das so aufgerufen, dass ihr mir die Fragen auf YouTube stellt, damit auch jeder, der jetzt vielleicht kein Twitter hat, auch die Möglichkeit bekommt, Teil dieses Formats zu werden. Ja, Mann, das ist eine gute Idee. Und ja, es wurden mehr als überwältigende 35.000 Fragen gestellt. Aber hey, wo sind denn die Kommentare hin, Julian? Das kann ich dir sagen, Ju. Alle Kommentare mit einem Hashtag sind im Spam-Ordner gelandet. Was? Gott, please, no! Es tut mir leid, Leute, ich habe dieses Oh nein. Lockende Häkchen in diesen Einstellungen gesetzt, damit ich einfach gegen diese Fake-Profile und Bots vorgehen kann. Die den ganzen Kommentarbereich voll mit Spams und Links und Hashtags, wo man gewinnen kann, wo ich aber noch nie etwas gewonnen habe. Oh, Leute, ich weiß nicht, aber ich kann nicht alle Hashtag HeyJu-Kommentare gleichzeitig genehmigen. Seht ihr? Das klappt nicht. Ja. Deswegen, Leute, arbeiten wir jetzt einfach mit den Kommentaren aus dem... Wie alt ist das Video? Das war ein bisschen älter, oder? Aber das war ein Pain in the Ass. Ich kann mich da noch dran erinnern. Also nicht, dass mein Channel so lange gegeben hätte, aber... Ich hatte ja vorher auch noch so die ein oder anderen Projekte, die alle super gut liefen. Nicht. Nein, Spaß beiseite, aber ich kenne das auch, ja. Spam-Ordner, das klingt echt irgendwie sehr traurig. Erst einmal vorweg. Wie geht's euch? Jede Woche stehe ich da und frage mich, was mache ich für ein Video? Worauf habt ihr am meisten Bock? Worauf habe ich am meisten Bock? Ich entscheide jetzt. Nee, ihr entscheidet jetzt, was auf der darauffolgenden Woche immer kommen soll auf diesem Kanal. Bin ich der erste YouTuber, der das macht? So, da oben, glaube ich, könnt ihr dann einer der vier Ideen auswählen und dann kommt das Video nächste Woche. Dann warte ich mal auf eure Ergebnisse. Uncoolen Sleeve hat er. Sicher ist er. Das ist coole Tattoos. Ah, krass, mit so einem Resultat. Und der grüne Kreis ist auch wieder mit meinem Spaß. Immer der grüne Kreis ist mein Freund jetzt geworden. Irgendwie. In jeder Folge denke ich so, oh, da ist er wieder. Habe ich jetzt nicht gerechnet. Okay, das macht jetzt auch nur Sinn, wenn ihr mitgemacht habt. So. Minimuffin sagt, Hashtag HeyJu. Ha! Reingeschaut. Liebe Minimuffin, ich möchte dir gerne nochmal die Regeln nahelegen. Und zwar Loch zeigen mit Hintergrund gilt nicht. Deswegen hast du eigentlich verloren. Und das musst du eigentlich einbüßen. Oh! Naja, Regeln sind Regeln. Du lebst? Ja, Meister. Na, wie kann ein Muffin denn leben? Also. Die Stärke des Getreides gibt mehr Kraft und aus dem Triebmittel Backpulver wird unter Einwirkung aus kollidialer Dispersion gewonnener Butterkohlenstoffdioxid freigesetzt, die dann... Die Alina Bam sagt, dieses kleine Tierchen will unbedingt in dein Video und es hat dir sogar Sushi mitgebracht. Ich muss es schmunzeln, das ist eine süße Frage und ich kann auch nicht nein sagen, ihr wisst, bei Sushi... Clemens Berger sagt, Hashtag HeyJu, die Bilder hinter dir haben sich gegen dich verschworen. Oh nein, jetzt bewegen sich die Bilder bestimmt. Oh nein, jetzt verfolgen sie mich. Bring Frauen und Kinder in Sicherheit. Oh. Hat das ja letzten Folge gesagt, sind das wirklich Instagram-Bilder von ihm, die das gemacht hat oder so, gepostet hat, dann gerahmt aufgehängt. Das ist natürlich auch nicht schlecht, ne? Oh, Hilfe, Hilfe. 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 Freaking Banana, was ist denn mit dem? Keine Ahnung. You mean like this? You want to eat some chicken rice? Fragt Hashtag HeyJu, was ist eigentlich das Gegenteil von Gegenteil? Das eigentlich bezeichnet ja das Gegenteil ein Teil, das genau entgegengesetzte Eigenschaften aufweist. Anders als Adjektive und Adverbien lassen sich aber Nomen nicht
auf eine Eigenschaft reduzieren. Was ist also das Gegenteil von Gegenteil? Was teilt die Gegend? Ein Fluss zum Beispiel. Und dieser Fluss, der die Gegend teilt, hat demnach zwei Ufer. Egal von welchem Ufer aus gesehen, das andere Ufer bleibt immer das andere Ufer. Logisch, oder nicht? Und ich nehme an, so verhält sich auch das Gegenteil. Denn das Gegenteil von einem Gegenteil bleibt immer das Gegenteil. Und das ist zugegeben geil. Okay. Ich glaube, ich bin Philosoph oder Dichter. Poetry Slam. Ein Philosoph wird mit der Zeit immer dichter. Das war nicht so. Die Sache fragt. Ich frage mich, ob er da gedacht hat, okay, das machen wir nochmal. Hashtag HeyJu, vielleicht klappt es dieses Mal. Wenn das Wort Hey illegal wäre, wie würden wir dann Fragen stellen? Leute, das hier ist mein Video, ich lege die Regeln fest, deswegen ihr könnt so oft Hey sagen, wie ihr wollt. Er hat Hey gesagt. Ah, du hast auch Hey gesagt. Ja, verdammt, ich auch. Es ist nicht so einfach, nicht Hey zu sagen. Ach, verdammt. Krass, wir haben eine Sache gemeinsam. Was? Einen illegal tollen Klamottengeschmack. Bamshop.de. Regenstory. So. Nutella Bam fragt, was ist jetzt mit dem Sturm? Sturm, also der Zeichner hat doch. Ich hab's ja immer wieder gesagt, in den ganzen Folgen finde ich so krass, dass er irgendwie, wie gesagt, ein Talent dazu hat, einfach so, also das habe ich schon so mitbekommen, gell? Die Hey-True-Folgen so, die Comments sind so zentraler Punkt und dass er quasi aus den Comments so eine Story entwickelt, beziehungsweise so Skits entwickelt, die einsetzt und je nachdem sind sie mal ein bisschen extravaganter oder ein bisschen kürzer oder so, aber ich finde es voll krass. Also ich hab mir aber, das ist halt Next Level. Also ich weiß und verstehe schon, was ihr meint. Ihr habt ja in den Comments auch schon geschrieben, boah und so, ne? Ich muss mich auch zurückversetzen in die Zeit. Ich meine, ich schaue das jetzt 2024 an so. Aber ich kann mir vorstellen, wenn das jetzt vor ein paar Jahren rausgekommen ist, dass das dann nochmal ganz anders gewirkt hat, als jetzt vielleicht heutzutage. Weißt du, was ich meine? Heutzutage erwartest du das vielleicht, wenn du denkst, oh, großartige, cinematische Edits und so. Und aber ich weiß nicht, ob das damals wirklich schon so gang und gäbe war. Auf jeden Fall könnte ich mir vorstellen, dass er da ziemlich avantgardistisch, also als Vorreiter quasi in der YouTube-Szene, so als deutscher YouTuber den Content gebracht hat. Und das finde ich cool. Das gefällt mir. Doch auch was von einem Sturm erzählt. Flashback! Ein Sturm zieht aus. Ah, der Zeichner. Auch viele Kommentare schreiben etwas von einem Sturm. Flashback! Ein Sturm. Und hier kommt irgendeine Szene, die gar nicht zusammenhängt, ist aber alle guten Dinge sind drei. Flashback! Hallo? Oh, das kenne ich noch nicht. Ich spüre auch eine gewisse Brise, die sich nähert. Oh, das war super Timing, ja. Ich wollte gerade sagen, wer da geföhnt. Was ihr vielleicht nicht wusstet, aber das ist Julian Bam Merch. Hashtag HeyJu, warum sind Pizzaschachteln eckig? Eckige Kartons sind günstiger zu produzieren und sind einfacher zu falten. Sie lassen sich besser stapeln und lagern und die Luft im Karton hält die Pizza länger warm. Außerdem kann man den Karton an den Ecken besser anfassen, weil er dort nicht so heiß ist. Und ihr dachtet jetzt, ich mache einen dummen Joke? Auch ich habe einen Bildungsauftrag zu erfüllen und somit ist der wissenschaftliche Teil meines Videos abgeschlossen. Oh shit, das macht wirklich Sinn. Ich habe mir gerade überlegt. Ich habe noch nie einen Pizzakarton an den Ecken angefasst. Wenn ich eine Pizza bestellt habe, habt ihr das schon mal gemacht? Schreibt mir doch in den Comments. Nee, aber Spaß beiseite. Wenn ich eine Pizza bekommen habe, ja, und ich stehe so da und der Pizzabote sagt so, okay, hier hast du die Pizza. Und ich nehme den entgegen, dann nehme ich die mal ganz unten, so in der Mitte. Ist eigentlich dumm, oder? Ich könnte die auch in den Ecken anfassen. Wieder was gelernt, ey. Und jetzt habe ich Hunger auf Pizza. Aber nicht die Pizza von Luca. Jetzt ist Luca sauer auf mich, aber hey. Er hat hey gesagt. Ich meinte es nicht böse, Luca. Verzeih mir. Ju, ich verzeihe dir. Die sie drauf fragt, Hashtag HeyJu, kannst du mal wieder ein Trickshot-Video machen? Ja. Also so ein ultimatives Trickshot-Video im neuen Haus. Ich hätte Bock. Ich kann ja schon mal anfangen mit dieser Flasche hier. Nach jahrelangen Erfahrungen ist eigentlich für mich fast unmöglich zu failen. Ja. Es ist vollkommen normal, dass man ein Portal im Zimmer hat. Treebie Snipe sagt, spielt mal Verstecken. Und du hast das HeyJu vergessen. Oder warte, vielleicht hat das Spiel ja schon angefangen und das Hashtag HeyJu versteckt sich. Aber wo versteckt sich ein Hashtag HeyJu? Hab ich dich! Da bist du! Hab ich dich! Hallo, Julian. Null, ich hab dich nicht gerufen. Ich habe Schreie gehört. Bist du in Gefahr? Gefahr? Also, wir spielen hier gerade Verstecken. Julian, man versteckt sich aus Angst vor einer drohenden Gefahr. Verstecken zu spielen macht rational überhaupt keinen... Null, ich zeige dir erstmal, wie man Spaß hat. Während du zählst, verstecke ich mich und bei Null musst du... Null, hab dich. Du musst mir schon etwas Zeit lassen, ne? Also, du zählst von 10 runter und dann bei 0... 10, 8, 7, 4, 3, 2, 0, hab dich. Langsamer, viel langsamer. 10. 9. 8. Das klappt jetzt ziemlich gut, ne? 7. The next morning. 1. Okay, was kommt jetzt? Der Kreis, der grüne Kreis wurde zum roten Kreis und die Zeit ist abgelaufen. Er befindet sich im Vortex der Zeit. Creepy. Hallo? Hab dich.
Ich habe alle Materie, die Licht im menschlichen Sichtbarkeitsspektrum reflektiert, entfernt, um die Suche nach dir zu erleichtern. Alles gut, Null. Ich Mega. Verstanden. Mach einfach wieder alles so, wie es vorher war. Du wolltest, dass ich dich finde, Julian. Ich habe dich gefunden. Das ist Spaß. Du hast einfach null Empathie. Ich bin auch eine Null. Ich habe deine Welt nach meinen Vorstellungen wieder zusammengebaut. Du weißt, wo du mich finden kannst, wenn Gefahr naht. Halt! Naja, fast so wie immer. Guck mal hier im Hintergrund, so die Ideen, oder? Wie Ellie fragt, was fragt die Ellie? Ich hab's vergessen. Ellie fragt, Hashtag Heyju, was ist dein dunkelstes Geheimnis? Ellie? Um euch mein dunkelstes Geheimnis zu offenbaren, muss ich erstmal das Licht ausschalten. Hey, ich hab das Hashtag Heyju gefunden. Das war es, zwei illegale Wörter zu viel. Hey, mein Heyju ist weg. Vier, sie sind verhaftet. Oh Mann, oh Mann. Madonna immobile, qual più mal vento, muta da cento, vedi pensiero. Hier kommt das Portal, let's go. Triffst du jetzt auf die Flasche? Ah, guck mal, die Flasche kommt zurück. Nice, auf den Kopf. Guck mal hier. Das war ein Trickshot, ey. Das wollte ich eigentlich auch ankündigen. Hatte man nicht, haben wir nicht im letzten Video das Mädel gesehen? Bei der Frage irgendwie, ne, wie kommt man in die Comments und so? Hat sie nicht diesen Flaschendings da probiert mit einem Dab zum Schluss? Das findest du ja lustig, dass das jetzt im nächsten Video ist. Deswegen ist, weiß ich nicht wieder, ob ich da Werbung drunter schreiben soll. So ein Ich mach's kurz. Bam Friday. Alle Artikel aus der letzten Kollektion, das heißt die Sushi-Kollektion und One Day I Will Fly in Navy und Black, sind zu 20% reduziert. 24.11. von 0 bis 23.59 Uhr. Bam. Ja, auf jeden Fall cool. Ich möchte noch so vieles sagen. Oh. Ich war zu schnell. Mach ich aber nicht da. Lass doch ein Abo da. Also. Denn das hat Spaß gemacht. Schaut mal auch gerne bei den Originalvideos dabei vorbei auf Julians Kanal. Ey, mir hat es richtig gut gefallen. Ohne Witz. Wir sehen uns morgen wieder. Falls dir das Ganze gefällt, schreibt mir doch gerne in die Comments, welche Folge vielleicht dein Favorite ist. Würde mich auch mal interessieren. Und wie du zu Julian Bam gekommen bist. Oder wann vor allem. Wann, ja. Ich bin ja ziemlich late zur Party. Und ich freue mich auf jeden Fall alles auf alles, was dann noch so kommen mag. Deswegen lass mal gerne ein Abo, lass mal gerne ein Like da. Wir sehen uns im nächsten Video. Das heißt morgen, weil ich bringe die nächste Folge dann morgen auf meinen Kanal. In dem Sinne, meine Freunde, ich hoffe, euch geht's gut, bleibt gesund und wir sehen uns morgen und munter wieder. Macht's gut, meine Freunde, euer Andi.